Willkommen zurück, liebe Leute, zu Koromon. Ich muss jetzt in die Bibliothek gehen und etwas lernen, während mein Handschuh bearbeitet wird. Ja, ich glaube, ich war das letzte Mal in der Bibliothek, da war ich im Studium. Ich finde es einfach nicht schön in der Bibliothek. Ich sag's ganz, wie es ist. Die ganze Zeit die Fresse halten, das ist nicht mein Ding. Stinkduft. Und dass man stinkende Sachen in der Bibliothek findet, finde ich auch sehr, sehr befremdlich. Was sagst du denn dazu? Hast du den Stinkduft hier liegen lassen, Monika? Ich lerne viel, damit ich Luxolis beitreten und ein starker Trainer werden kann. Aber die Bücher, die Meren mir gegeben hat, waren mir zu komplex. Ich suche jetzt nach einem bestimmten Anfängerhandbuch. Ich habe gehört, Koromon-Grundlagen gibt es auch irgendwo in dieser Bibliothek. Aber ich kann es nicht finden. Okay, das heißt, wir müssen Koromon-Grundlagen für sie finden und dann ist die Quest abgeschlossen, oder? Apropos, sieht man hier irgendwo das Questbuch? Das haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht angeguckt, ne? Das Logbuch. Ja, hier, guck, Monika sucht ein Buch mit dem Titel Koromon Grundlagen. Es soll sich irgendwo in der Bibliothek befinden. Finde ein Mino, ihr wisst, dass ich das nicht machen kann. Und das sind alles abgeschlossene, genau. Und die Titan Task Force, das ist die Aufgabe, die ja ständig hier am Laufen ist. Perrin hat gesagt, sein Bruder hat in der Bibliothek Handbücher für mich. Genau, eben, also das ist sowieso das, was wir hier machen müssen. Aber wir müssen auch noch die Grundlagen finden. Ich kann nicht alles lesen, was? Wieso kannst du nicht alles lesen? Die Frage ist, wo ist dieses Grundlagenbuch? Ist das hier vor? Das wäre so billig, ne? Wenn das gerade hier vorne liegt. Weißt du, wo Grundlagen sind, Adam? Hier gibt es so viele interessante Bücher. Ich kann mich nicht entscheiden, welches Buch ich hier als nächstes lesen möchte. So geht's mir immer mit Spielen. Ich weiß nicht genug, welches ich als nächstes spielen soll, weil es so viele interessante Spiele gibt. Aber, ja, das sind Gamer-Probleme, ne? Die Nerds unter den Lesern... Nerds unter den Gamern sind alle gleich, nur halt anderes Medium, ne? Meine Lieblingsabteilung ist Geschichte. Manche Bücher hier sind sogar älter als Velour. Trotzdem fehlt mir immer noch das Buch. Wir gehen einfach mal gucken. Vielleicht fällt es ja ans Auge. Da oben. Das sieht dann noch voll auffällig aus, das da oben, oder? Aber ich komme da nicht ran. Die ganzen Bücher kann ich hier nicht lesen. Ne? Scheint alles nicht richtig zu sein. Ich brauche Grundlagen, Junge. Meren. Hallo? Fragezeichen? Ja, hallo, zurück. Wolltest du irgendwas? Ja, Perrin hat mir gesagt, ich könnte hier Bücher für angehende Trainer finden. Weißt du, wo ich diese finde? Mein Bruder, Perrin? Er versteht die Kraft des Wissens nicht. Er macht sich darüber lustig, dass ich all diese Bücher lese. Sagt, ich soll etwas Nützliches fürs Dorf machen. Stattdessen arbeitet er den ganzen Tag an seinem Amboss. Also, was soll das denn bringen? In Wirklichkeit ist die Feder mächtiger als das Schwert, richtig? Naja, kommt drauf an. Wenn du jemanden damit Heavy-Kitzling machst, ne, ist das auch eine Foltermethode. Kitzeln wurde damals tatsächlich als Foltermethode eingesetzt. Gut, die Guillotine auch, indem man den Kopf abgeschlagen hat. Das kannst du auch mit einem Schwert machen. Aber ich finde, beides hat so seine... krassen Sachen, ne? Also mächtiger ist das Schwert im Leben wegbringen. Mächtiger ist die Feder im jemanden foltern. Ich glaube, ne? Ja, egal. Ich schätze schon. Dieses hier. Ne? Ein weiteres hier. Koromon Grundlagen? Nein, das Buch ist zu rudimentär. Okay, da wissen wir aber wenigstens, wo es ist, ne? Wir brauchen das für die Monika. Aber es könnte auch nützlich für jemand anders sein. Ja, für Monika. Kennst du die? Hast du was mit der? Die ist unten. Wartet auf dich. Ja, das ist das Letzte. Wenn du all dies liest, wirst du alles wissen, was ein Anfängertrainer wissen sollte. Vielleicht wirst du Jebediahs Quiz meistern können. Er denkt gerne, er sei der Schlauste. Also fordert der andere zum Kämpfen des Verstandes heraus. Er hängt oft beim Leseraum ab. Bitteschön. So, da haben wir das Trainerhandbuch. Und ein Koromon-Handbuch. Und ein Potenzialhandbuch. Und ein Wertehandbuch. Ach, Scheiße, wir sollen das alles lesen. Da muss ich offscreen noch megamäßig. Das mache ich kurz vorm Schlafen gehen. Das ist eine Menge Lesematerial. Übe gut und du wirst ein Koromon-Trainer, mit dem nicht zu spaßen ist. Ich werde ein Auge auf andere Bücher offen halten, die viele leicht nützlich sein könnten. Und dann schicke ich dir eine Nachricht, damit du Bescheid weißt. Tschüss dann. Okay, aber erstmal würde ich das Buch hier klauen. Ich meine natürlich ausleihen. Monika, ich habe was für dich.
Kriege ich eigentlich auch eine Belohnung dafür oder ist sie einfach nur dankbar? Hier. Oh, du hast das Handbuch gefunden. Vielen Dank, ich werde gleich anfangen zu lesen. Hier, nimm das als Belohnung. Es wird sowieso eine Weile dauern, bis ich es überhaupt benutzen kann. Früchte. Alter, ganz schön viel Zeug hat die mir geschenkt, ne? Also ich bin sehr, sehr begeistert davon, dass sie so freigebig ist. Ne, Rachel? Oh, guck mal, hier alle von Friends. Monica ist da, Rachel ist da, wo ist Phoebe? Jebediah hat mich zu einem Duell des Scharfsinns herausgefordert. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich noch nicht bereit bin, ein Trainer zu sein. Oh Gott, das hier ist Jebediah, ne? Ich glaube, den sollte ich erst herausfordern, wenn ich das Buch gelesen habe oder alle drei Bücher gelesen habe. Ich glaube, ansonsten macht es keinen Sinn, oder? Trickspinner. Muss ich da einen Stunt für machen, oder? Gut, die Bücher kann ich nicht lesen, oder? Die hier rumliegen. Nee. Er hat ja auch gesagt, kann ich alles lesen. Jemand hat hier reingekritzelt. Was? In Bücher reingekritzelt? Das ist so winzig. Aber was ist es? Mein Penis. Oh, Entschuldigung. Schlechter, ganz, ganz schlechter Witz. Ich bin heute irgendwie gut drauf. Ich weiß auch nicht wieso. Und deswegen kommen dann meistens so blöde Witze bei mir raus. Gut, jetzt haben wir das erledigt. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich die Quest mit dem Quiz, die werde ich auf jeden Fall noch machen. Aber, Leute, lasst mir ein bisschen Zeit, das zu machen. Denn ich muss das erstmal lesen und ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, hier in dem Let's Play die Grundlagen zu lesen. Und dann machen wir einfach, wenn ich es gelesen habe, machen wir dieses Quiz dann bei Jebediah, okay? Jebediah, wie auch immer der heißt. Jetzt gehen wir mal wieder zu unserem Handschuh und gucken, ob der mittlerweile fertig ist. Denn ich möchte eigentlich gerne wieder auf große Reise gehen und sämtliche Trainer, die es hier gibt, besiegen. Toffee, da bist du. Ich habe gerade deinen Handschuh fertig bekommen. Der Essenzsammler ist installiert. Achso, das war der Berliner, ne? Toffee, da bist du. Ich habe dir gerade deinen Handschuh fertig bekommen. Der Essenzsammler ist installiert und bereit eingesetzt zu werden. Ich nehme erst den übrigen Handschuh zurück. Ich habe noch ein anderes Modul für dich installiert. Das Schub. Sie ist als Geschenk von einem Freund. Hier, bitteschön, dein aufgewerteter Handschuh. Yeah, nice. Schubmodul installiert. Jetzt kann ich schieben wie blöde. Vielen Dank. Aber was ist dieses Schub, das du erwähnt hast? Oh, du kannst dein Handschuh mit einigen Modulen aufwerten. Das, was ich dir gerade installiert habe, gibt dir die Kraft eines Schmieds. Du wirst alles aus deinem Weg schieben können, wie Stämme und lose Steine. Drück einfach den Knopf für die Sekundäraktion, um dein derzeit ausgewähltes Modul zu aktivieren. Du kannst außerdem den Knopf gedrückt halten, um ein anderes Modul auszuwählen. Also, warum probierst du das Schub mich nicht in meinem Garten aus? Da sind ein paar Baumstämme, die du umherschubsen kannst. Danke, ich gehe und probiere Schub gleich aus. Und ich melde mich noch kurz bei Noah. Gut, man sieht sich. Alles klar. Dann machen wir das mal. Ich schieb das jetzt sowas von. Boom, Alter. Richtig hardcore geschoben, ey. Kann man dich umsichtig besiegen? Besel. Es ist sehr böse, dieses Biesel. Aber ich darf es nicht nehmen. Aber warum greift es mich nicht an? Das finde ich ein bisschen komisch. Es ist Simpelspinner. Okay, alles klar. Okay, also es will mich aber nicht angreifen. Ne? Komisch. Na dann. Wir wissen auf jeden Fall, also ich weiß auf jeden Fall, dass es noch einen Baumstamm auf dem Weg gegeben hat, den ich noch aus dem Weg räumen kann, weil da hinten dran ein Item gewesen ist. Soll ich da jetzt schon hingehen? Ich würde aber lieber gerne einfach den Weg ein bisschen weitergehen. Wir sind schon zu lange in diesem Dorf hier. Oh. Toffee, ich bin's, Beth, vom örtlichen Trainerzentrum. Du bist ein Trainer, richtig? Könnte ich dich um einen Gefallen bitten? Ja, sicher. Was gibt's? Ich muss sowieso allen Leuten Gefallen tun. So ist das Spiel. Vor einer Weile hat ein durchreisender Trainer einige Swurmi in unserer Obhut gegeben, aber sie sind aggressiv geworden und als sie sich in Biesel entwickelt haben, sind sie einfach aus der Umzäunung geflogen. Ich glaube, ich habe da gerade eins gesehen. Das wollte aber nicht mit mir mitgehen. Das war einfach nur wütend, weil es da war. Vielleicht habe ich deren, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht hat dieses Biesel die Baumstämme so richtig schön drapiert und ich gehe hin und schub sie einfach weg. Sie terrorisieren die Dorfbewohner und ich fühle mich schuldig dafür. Sie dringen sogar in die Häuser von Leuten ein. Weil du der einzige Trainer im Dorf derzeit bist, könnte ich dich bitten, alle sechs einzufangen? Okay, verlass dich auf mich. Dank dir. Bitte komm zurück zum Trainerzentrum, wenn du sie alle gefangen hast.
Gut, dann müssen wir direkt wieder zurückgehen. Ja, Bezel, Bezel. Ich finde diesen Tintin einfach zu cool. Das ist das einzige Pokémon, Koromon, das wir jetzt momentan zu Gesicht bekommen. Ja, und wir müssen sie jetzt besiegen. Ich weiß nicht, warum ich es gerade eben nicht angreifen konnte. Es war nicht aggressiv genug. Ich musste ihr einfach noch ein bisschen Zeit geben, um durchzudrehen. So, aber mein Unwichtig ist wahrscheinlich momentan ein bisschen zu unwichtig. Deswegen gehe ich natürlich wieder auf Nibber. Und in den Kommentaren stand auch schon von Sashira, wären wir jetzt in Pokémon, wäre dein Nibber vom letzten Kampf, ihr könnt euch da erinnern an den Bieselkampf vom letzten Mal, wo fast mein Nibber gestorben ist, ja, weil es vergiftet wurde. Und das in Pokémon wäre es tatsächlich gestorben, weil bei Pokémon das Gift trotzdem noch wirkt, obwohl der Gegner bereits gestorben ist oder besiegt wurde, dann wirkt das Gift trotzdem noch. Das heißt, mit diesem einen Lebenspunkt, den ich hatte, hätte ich rein theoretisch meinen Nibber verlieren müssen. Und diesmal muss ich deutlich besser aufpassen. Ich kann zwar mit Nibber jetzt noch angreifen, aber es wird eine harte Sache, wie ihr seht. Gut, kann ich es jetzt, muss ich es jetzt fangen oder muss ich es besiegen? Das ist jetzt eben die Frage. Okay, jetzt muss ich vorsichtig sein, genau. Genau, und jetzt muss ich austauschen. Jetzt hat es keinen Sinn mehr. Jetzt gehe ich auf Patterbit. Ich habe leider noch... Ich muss echt trainieren, glaube ich. Ich wusste nicht genau, wie der Schwierigkeitsgrad ist, wenn ich schon auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad spiele. Also wie der Schwierigkeitsgrad generell des Spiels ist, was die Gegner angeht, wie die drauf sind und so. Oh, shit. Ich muss es trotzdem machen. Wuchtangriff. Okay, es ist tot. Bezel, Bezel. So, Patterbit hat wenigstens ein Level abgekriegt. Gut, dann gehen wir mal auf... Angriff, Verteidigung und das Ding, was auch immer das ist. Unwichtig, hat auch ein Level ab. Nice. Gut. Das ist Nummer 1. Okay, alles klar, wir müssen sie tatsächlich nur besiegen. Da hinten ist noch eins, ich sehe es. Aber ich muss mich jetzt halt die ganze Zeit heilen. Bleibt nichts anderes übrig. Aber ich mag solche Nebenquests. Das ist genau das, was mir bei Pokémon immer wieder gefehlt hat. Da ist auch noch ein Biesel. Das sieht aber nach einem besonderen Biesel aus. Ist das ein richtig krasses? Okay, wartet mal ganz kurz. Genau. Mein Pokémon muss nach vorne. Tauschen. Weil es das schlechteste Level hat. Das mache ich immer so. Wenn es keinen EP-Teiler gibt, was ja auch gut ist, dann mache ich immer das schwächste Koromon oder Pokémon. Je nachdem, was man halt eben spielt für ein Spiel. Mache ich immer das schwächste nach vorne, damit es trainiert wird. Aber genau das wollte ich jetzt gerade noch zu Ende sagen. Also mir hat das bei Pokémon so wahnsinnig gefehlt, dass man Nebenmissionen machen konnte, wie das jetzt zum Beispiel. Besiege einfach ein paar Pokémon, die auf dem Weg liegen und so weiter und so fort. Und das hat mir komplett gefehlt, weil das irgendwie das Gameplay so ein bisschen auffrischt. Dieses Sture der Story-Folgen, das wird irgendwann langweilig. Einfach nur den Wegen die Wege entlang gehen und immer wieder Trainer besiegen, ein paar Pokémon fangen und so weiter und so fort. Das ist schon interessant und so, wird aber spätestens nach 20 Stunden irgendwann zu einer Routine, die irgendwann vielleicht auch ein bisschen öde werden kann. Und solche kleinen Nebenquests kannst du dir auch aufschieben. Ich muss es ja nicht sofort machen, ich könnte es ja irgendwann auch später mal erledigen. Gehe ich mal schwer davon aus. Und von dem her finde ich das eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache. Warum denn nicht immer öfter sowas machen? Wir müssen die gleiche Strategie wie gerade eben fahren. So, einmal kann ich noch und dann bin ich wahrscheinlich, muss ich gleich wieder wechseln. Aber wenigstens trainieren wir dadurch. Bezel, Bezel. Ah, ja, gut, aber es ist alles Taktik von mir. Ich wusste ja, dass ich es überleben werde. So, wieder auf Patterbit. Ich weiß, es ist ein Typ-Nachteil, aber wir haben es ja vorhin auch geschafft. Und jetzt ist er sogar Level up. Hell! So. Kaputt. Bezel,
Bezel, Bezel. Ja, ich bin gespannt, was da noch alles für Quests auf uns zukommen. Okay, warte mal, bei dir mache ich auf jeden Fall genau hier. Hier und Spezialangriff. So. Oh, ich habe eine neue Attacke gelernt. Das ist gerade richtig gesehen. Das war Nummer 2. Und leider wird es nicht sich, werden wir nicht umhin kommen, immer wieder uns zu heilen. Ansonsten sind wir ganz, ganz, ganz schnell tot. Beziehungsweise ich werde meinen Teammitglieder der Reihe nach verlieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste dieses Biesel als letztes besiegen, weil das so besonders aussieht. Bebieseln. Ist das Biesel da unten eigentlich auch Gegner? Nee, oder? Biesel, Biesel. Hey, lass mal Bassi in Ruhe. Okay, das ist doch nicht das richtige Biesel. Aber es hieß ja auch in den Häusern, ne? Das heißt, wir müssen auch in den Häusern gucken, ob da irgendwo noch ein Biesel rumfleucht. Hier in der Bibliothek war nichts, oder? Nee, da war nichts. So, nun gehe ich da am Ende nochmal hin. Also insgesamt gibt es 6. Das heißt, ich schaue mal hier nach. Wir haben ja erst 2. Hier hinten vielleicht? Ne, hier sind keine Biesels. Ich hoffe, die sieht man auch alle. Und hat nicht das Problem, dass irgendwie manche irgendwie versteckt sind oder sowas. Dass man eine Kiste hochheben muss oder einen Busch zur Seite schieben oder was auch immer. Wobei das natürlich auch wieder eine coole Sache wäre, ne? Dass man halt ein bisschen Herausforderung hat und nicht einfach so das Ganze... Ah, da ist eins. Und die ganzen Viecher da einfach nur rumfliegen. Bezel, Bezel. Bezel, Bezel. So. Das ist die Bieselhölle. Man fühlt sich so ein kleines bisschen... So, jetzt versuche ich es mal mit ihm hier, mit Pokémon. Der darf auch mal angreifen. Mit, schneller Schlag? Warum nicht? Mach mal einen schnellen Schlag. Okay. Ich wechsle direkt aus. Ich bin über die Hälfte abgezogen. Du bist doch noch nicht so bereit, Pokémon. Ja, ist ja auch nicht ist ja auch kein Pokémon-Spiel. In Pokémon würde es total abgehen, aber das hier ist ja Koromon. Deswegen ist es total fehl am Platz. Oh, habe ich schon wieder vergiftet? Nee, noch nicht. Aua. Hören Sie auf, Mistviech. So, einmal kann ich noch. Und ich wurde vergiftet, ja. Aber einmal kann ich noch. Zieht zum Glück nicht wirklich viel ab, die Attacke an sich. So. Ja, mehr traue ich mich nicht. Entschuldigung. Ich bin ein Feigling. Nein, so spielt man das ja auch, Leute. Man geht nicht hin und rotzt da hier durch die Gegend und verliert alle seine Koromon. So, hier nichts, hier nichts. Das macht man schon mit Sinn und Verstand. Ah! Ich darf zweimal angreifen, aber wir haben es geschafft. Oh. Yeah, Butterbills. Propellerschlag. Ein schneller Schlag in das Gesicht. Oh, Alter, voll in die Fresse. Hat eine 15% Chance, das Ziel niederzuschlagen. So, wahrscheinlich werden wir den Rest des Parts tatsächlich jetzt echt nicht weiterkommen. Stromlinie. Der Körper des Nutzers nimmt Stromlinienform an. Er erhöht die Initiative von 2 Stufen. Meilenstein. Nice. Wir werden wohl wahrscheinlich jetzt den Rest des Parts über nicht es schaffen, weiterzukommen im Spiel. Also, im Sinne von, dass wir weiter die Wege gehen können. Wir werden jetzt wahrscheinlich mit der Quest zu tun haben. Aber gut, die müssen wir... Wenigstens kann man die Quest dann abschließen, oder? 2 weitere fehlen mir noch, weil das letzte ist ja hier unten. Und wenigstens trainiere ich somit. So, genau. Aktueller Stand. Sieht doch ganz in Ordnung aus. Wo sind die anderen Viechers? Da, ein Biesel. Biesel, Biesel. Oh, ich finde ihn... ohne Witz, ich träume heute Nacht von Biesel, Biesel. Oh, es macht wieder richtig Spaß, ein Pokémon-Spiel zu spielen. Und halt Koromon, ihr wisst, was ich meine. Aber es macht wieder richtig Spaß. Ich habe wieder richtig, richtig Bock drauf. Ja. Und diesmal direkt wieder austauschen. Und ich finde es auch sehr sympathisch. Vor allen Dingen, um jetzt auch mal wirklich was Besonderes hervorzuheben, was ich bei Nexomon jetzt vielleicht nicht so... mir nicht so aufgefallen ist, was mir bei diesem Spiel aber extrem aufgefallen ist. So, jetzt versuchen wir das mal. Das müsste ein Vorteil sein sogar, oder? Wartet mal ganz kurz.
so, ach. Ich dachte, das wäre eine Elektroattacke. Oh ja, habe ich den nicht richtig gelesen. Entschuldigung. Na egal, wir schaffen das trotzdem. Die Musik. Allein schon, wenn ich das Ganze hier starte. Soll ich mich jetzt trauen, weiterzumachen? Ich bin zwar vergiftet. Einen Angriff schaffe ich noch, ne? Ja gut, einen haben wir noch hingekriegt. Gut. Die Musik. Wenn ich das Spiel starte, merke ich schon, die Musik ist so gut in Koromon. Wirklich, die Musik ist fantastisch. Mir gefällt die echt, echt gut. Bei Nexomon ist mir das gar nicht mal so aufgefallen. Irgendwie kam die nicht so intensiv positiv rüber bei mir. Es kann sein, dass sie vielleicht euch auch gut im Kopf geblieben ist, als sehr, sehr gute Musik. Mir persönlich aber gar nicht. Propellerschlag. Ich probiere es mal. Mal gucken, was da rauskommt. Alter, sieht das cool aus. die sieht voll süß aus. Ich mag den Propellerschlag. Yeah, Pokémon Level 7. Gut, das war Nummer 5. Ne, 4. Nummer 4. Und Nummer 5 fehlt noch. Genau, also die Musik ist hier besonders schön. Gerade wenn man hier so lang läuft, so richtig gechillte Musik. Ich finde das echt schön. Hat ein bisschen sogar einen Flair davon, als würde man hier jetzt ein Farming-Spiel spielen, alias Stardew Valley oder sowas. Oder Story of Seasons oder so. Da kriegt man richtig Bock dazu, wenn man das jetzt hier so sieht und spielt. Und hört, vor allen Dingen. So, wo ist das letzte? Nicht zufällig da unten? Nein, dann wird es wahrscheinlich wieder in irgendeinem Haus sein. Ne? Ich gehe mal da rein. Oder das vorletzte. Ihr wisst, was ich meine. Da ist nichts. Bisou, bisou. Da waren wir schon drin. Da war jetzt auch nichts mehr. Vielleicht in dem Haus? In dem... Nee, Quatsch. Da war ich ja schon drin. Da war auch nichts mehr. Nee. Ist es doch in der Bibliothek? Da unten war ich auch schon drin. Ist es doch in der Bibliothek? Kann es sein, dass es erst im Nachhinein gespawnt ist? Als ich erst als ich die Quest angenommen habe? Das könnte tatsächlich sogar noch sein, ne? Da ist mal nix. Hier ist auch nix. Da drüben sehe ich auch keinen Biesel. Hä? Es ist immer das Letzte, ne? Die anderen, es ist wirklich so, suche Dinge von egal welche Nummer. Du findest die ersten bis zur letzten Nummer, findest du alle immer voll schnell. Es ist wirklich so. Es ist mega schnell, wie du die Sachen immer findest. Und das letzte, da suchst du dich dumm und dämlich. Natürlich kann man immer sagen, ja klar, das ist das letzte immer das Schwierigste und so weiter und so fort. Ja, nee, nicht einfach so. Warte mal ganz kurz. Quest kann ich nicht machen. Natürlich sucht man das Letzte am längsten, weil es ja logischerweise dann das Letzte ist. Die Frage ist nur, wieso ist eines immer so viel assiger versteckt als die anderen? Wo ist denn das Letzte? Biesel, du bist mal wieder das Letzte. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Da ist auch nichts, oder? Komme ich auch nicht hoch, ne? Nee, da kann ich nicht durch. Ich greife jetzt einfach mal das Mittlere da an. Bevor ich mich jetzt dumm und dämlich suche, vielleicht ergibt sich dann ja irgendwas anderes da draus. So, und das muss jetzt ein besonderes sein, ne? Tatsächlich nicht. Hä? Okay, es ist doch nicht besonders. Ich hätte gedacht, es wäre besonderer. Oh, zieh doch nicht immer so viel ab. Die Biesel sind echt eklig hier in diesem Spiel. Die sind doch gar nicht so schwach, wie ich dachte. Ich habe gedacht, das sind voll die Lappen, so Bibor-mäßig, aber so... Biesel, der Name ist Programm. So. Oh, es ist... Oh, jetzt gibt's Ärger. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein besonderes... Ich kann es ja gleich mal versuchen zu fangen.
Blasenschauer. Bin ich vergiftet? Nein, noch nicht. Okay, ich versuch's mal. Ich gehe jetzt einfach mal auf Spinner. Ne, kann ich nicht. Gut. Ich wollte es versucht haben. Ein Versuch ist es wert. Was? Immer noch? Stirb halt, Viech. So, aber das kann ich tatsächlich direkt besiegen, weil ich schneller bin als dieses Viech. Gut, dann hätten wir das. Nice. Okay, du kriegst Initiative plus, Spezialangriff plus und Angriff. Sehr gut. Alter. Nice. Okay, hier gehen wir wieder auf Spezialangriff. Spezialverteidigung und Initiative. Nee, no, nehmen wir nochmal Verteidigung. Es hat nämlich eine sehr schlechte Verteidigung, das haben wir vorhin gesehen, ne? Mein Vogel Koromon. Das ist Nummer 5. Wo ist denn das letzte? Da unten sind keine Biesel, das sind die Vorstufen von Biesel. Hier ist keins mehr. Oh, warte mal, ist da oben im Haus vielleicht eins? Ich bin da oben noch nicht links reingegangen. Warte mal, ich gehe mal dahin. Nee. Hier ist keins. Weißt du, wo das letzte Biesel ist? Unsere Ortschaft hatte für eine lange Zeit kein Trainerzentrum. Das ist, warum wir eines aufgemacht haben, damit wir vorbeikommenden Trainern und ihren Koromon helfen können. Ja, hilf mir mal, indem du dieses scheiß Biesel findest. Oh, da ist ein Ding. Ich hätte gern einen Biesel. Da ist nichts mehr. Ich weiß nicht, wo das... Habt ihr das letzte gesehen? Bin ich einfach nur dumm, dass ich das nicht sehen kann? Oh Gott, eine Schlange. Ja, genau. Genau, Swurmi ist ein Wurm, der irgendwann hoffentlich mal zu einem Biesel wird, aber... Irgendein Haus habe ich wahrscheinlich vergessen. Genau. Ich gehe nochmal in jedes Haus. Das muss ich jetzt einfach... Da unten ist... Da ist es doch. Es ist mega easy. Bezo, Bezo. Mega easy. Was ist denn los mit mir? Ich bin ein Trottel. Das war bestimmt auch schon in der Demo, ne? Damit man erkennt... Das war jetzt nicht so herausfordernde Quest, ne? Aber ich finde die ganz süß. Also Fazit von dieser Quest. Ich finde es schön, dass sie da war. Und es war auch nicht zu viel, tatsächlich. Also im Nachhinein betrachtet, jetzt wo wir die Quest fertig gemacht haben, muss ich sagen, es war zwar 6 Stück, die du besiegen musstest, fand ich jetzt allerdings nicht so schlimm. 6 Viecher zu besiegen war jetzt nicht der große Riesen-Act. So, lieber vorsichtshalber das Teammitglied wechseln. Nicht, dass hier noch einer drauf geht. So. Hey, lass mich in Ruhe, Mann. Hier, ich blast dich voll. Hey, jetzt. Oh, Alter. Oh, ein kritischer Treffer. Jetzt wird es doch noch spannend. Oh Gott. Was ist passiert? Oh, Schwein gehabt. Oh, kritische Treffer können so. Gerade in so einer Challenge, ne? Gerade in so einem Hardcore-Schwierigkeitsmodus können kritische Treffer wirklich tödlich sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Münzschnapper. Stiehlt bis zu 3-mal von gegnerischen Trainern Gold. Ja, ist halt Raub, ne? Das kennt man. Aber das habe ich nie benutzt. Ich habe alle geflohenen Biesel gefunden. Ich sollte Beth im Trainingszentrum Bescheid geben. Also Raub von Final Fantasy kenne ich das halt. Ah, da war noch was drin. Ich habe doch gewusst, dass da was war. So, im Trainingszentrum soll ich vorbeischauen. Aber vor allen Dingen muss ich... Hallo nochmal, mich heilen. Ich habe es geschafft, alle 6 Biesel zu finden. Ah, das ist gut zu hören. Danke vielmals für deine Hilfe. Wir haben nicht viel, aber ich kann dir diese Gestankscheibe als Belohnung geben. Wenn du sie den vordersten Koromon deines Teams gibst, wird es dir helfen, wilde Koromon abzuhalten. Eine Gestankscheibe. Die nimmt doch keiner freiwillig an. Danke, das wird nützlich sein. Ja, und stinkend wird es auch sein. Gern geschehen. Wenn du je Hilfe brauchst, komm gerne wieder. Das werde ich. Auf Wiedersehen. Ja, vor allem darfst du mich mal kurz heilen hier. Richtig so. Dankeschön. Gut. Dann hätten wir alles erledigt. Was wir als nächstes machen können, erstens, ich muss hier mal ganz kurz tauschen.
Genau, damit auch mal auch mein unwichtiges Koromon trainiert wird. Wir gehen jetzt auf die Meilensteine. Jeder 10. Kampf gewonnen. Ja, ich gewinne sowieso alle Kämpfe. Das ist doch eins, was klar ist. Trainiere ein Koromon auf Level 10. Sehr gut. Ja, fast schon Level 4. Freut mich. Genau, was wir als nächstes machen werden ist, wir können jetzt endlich den Weg aus dem Dorf antreten. Und hier durchgehen. Boah. Ja, was hast du dazu zu sagen? Geil, wa? Was ich alles für Kraft habe hier. Wow, vielen Dank dafür. Jetzt ist die Straße endlich wieder frei. Ich gehe besser zurück zu Perrin, um eine bisschen mehr Übung in Bäume fällen zu bekommen. Man sieht sich. Oh, und ich sollte noch bei Noah vorbeischauen, hieß es, ne? Ich glaube, ich sollte Noah noch mal ganz kurz Bescheid sagen. Das machen wir jetzt heute in diesem Part noch. Dabei ist der Part ja eigentlich schon vorbei. Aber ich glaube, ich sollte noch bei Noah vorbei, hieß es. So viel zum Thema. Nee, ich muss nicht mehr bei Noah vorbei. Entschuldigung. Ja, aber er hat irgendwas gesagt von wegen, ich sag noch mal Noah Bescheid. Irgendwas war da doch. Gut, dann würde ich sagen, war's das mit dem heutigen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr schreibt auch gerne ein paar Kommentare, über die wir diskutieren können. Was fällt euch ein? Über was können wir reden? Was fällt euch auf bei dem Spiel? Besonders positiv, besonders negativ? Was kann ich vielleicht noch ändern bei diesem Let's Play? Soll ich es genau so machen? Irgendetwas. Ich finde es immer ganz toll, wenn ihr euch mit integriert in so ein Let's Play. Weil gerade bei so einem Spiel kann man gerne auch mal bei so einer Quest, wo man 6 Koromon besiegen muss, auch gerne mal ein bisschen quatschen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euren Beitrag, egal ob Kommentar oder Bewertung. Und bis zum nächsten Mal bei Koromon. Ciao.